Nach der Landtagswahl in Brandenburg geht die AfD aus ihrer Sicht mit enormem Rückenwind in den Bundestagswahlkampf. Parteichef Tino Chrupalla kündigte in Berlin eine Entscheidung seiner Partei über eine mögliche Kanzlerkandidatur noch in diesem Jahr an. Was Sie als Kanzlerkandidatur angesprochen haben, das wird die nächsten Wochen, werden wir das im Bundesvorstand beraten und da wird es auch dieses Jahr noch eine Entscheidung geben. Die Rechtsaußenpartei hatte in Brandenburg deutlich zugelegt. Sie landete aber, anders als von Umfragen vorhergesagt, nur auf Platz 2, knapp hinter der SPD, wohl auch wegen taktischer Wahlentscheidungen vieler Wähler. Auf Dauer sei die AfD nicht von der Macht fernzuhalten, sagte Chrupalla. Herr Woidke ist nur wiedergewählt worden aufgrund des Zusammenschlusses aller anderen Kartellparteien, um ihn im Amt zu halten. Also wenn ein Ministerpräsident Kretschmer zur Wahl von Herrn Woidke aufruft und im Prinzip seiner eigenen Partei, der CDU, damit in den Rücken fällt, dann zeigt das eigentlich, dass es eigentlich nur noch einen Wahlkampf gegen die AfD gibt und dass es hier eigentlich um Inhalte kaum noch gegangen ist. Man will eigentlich die AfD von der Macht, auch von der Regierungsverantwortung fernhalten. Das mag dieses Mal noch so gelungen sein, aber es wird auf Dauer nicht funktionieren. Ähnlich äußerte sich der brandenburgische AfD-Spitzenkandidat Hans-Christoph Berndt. Die AfD hat hier sowohl im Land Brandenburg als auch auf Bundesebene sehr geschlossen gehandelt, gezeigt, dass sie wirklich reif ist und dass wir bereit sind, noch mehr Verantwortung zu übernehmen. Und das wird auf absehbare Zeit passieren. Die Brandmauer wird nicht mehr lange halten. In Umfragen zur Bundesebene liegt die AfD derzeit auf Platz 2 hinter der Union. Chrupalla räumte personellen Nachholbedarf der AfD ein. Bei Kompetenz, Glaubwürdigkeit, Sachverstand, Empathie und Sympathie müsse seine Partei noch zulegen. Bei der Bundestagswahl wolle die AfD ihre Zustimmung in allen Altersgruppen erhöhen und besonders die Attraktivität für Frauen steigern, sagte Chrupalla.